Ein wunderschönes Hallöle. Wir sind wieder in der schönen, gemütlichen Apokalypse unterwegs. Und fahren jetzt zu unserer Quest, diesen komischen Morty My House da. Das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Das heißt aber nicht, dass wir da nicht schon waren. Das werden wir gleich sehen. Weil es gibt so viele verschiedene POIs. Das kann sich kein Mensch alles merken. Das glaube ich nicht. Ey, wer parkt denn hier Polizeiwagen? So, dann muss doch vorne jedenfalls irgendwo sein. Also ich meine, ich wundern würde es mich nicht. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles schon durch, was es überhaupt an POIs gibt, aber man kann sich ja nur nicht jeden Namen merken. Das geht auch nicht. Warte mal, ich bleib mal schön auf der Straße. Wenn es geht. Weil wir sonst gleich wieder das Problem haben, dass wir in irgendeiner Sackgasse stecken. Wir kennen das ja in der Innenstadt. Hier vorne muss es auf jeden Fall irgendwo sein. Na, das schöne Crackerbock. Ja, ja. Okay, ist hier unten irgendwo. Warte mal. Wow, wow, Rogel, Rogel, Rogel. Der kriegt hier. Das Problem kennen wir ja schon. Das Problem hat er nur im Wasteland. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil hier so viele große Gebäude sind. Es ist nicht schnell genug geladen. Ist die Bude hier, okay? Ach, ach, ah, doch, hatten wir schon. Hatten wir schon. Ja, schön, das freut mich. Das ist der Spaßige, wo allein schon draußen die Halligalli ist vom Feinsten. Jo. Aber einmal kurz die Bude hier reparieren. Wurde ja eben leicht emuliert. So, dann nimm die in die Hand. Wir kennen es ja schon. Das ist ein Lädchen. So, dann wollen wir die mal aufwecken, wa? So, nicht rauslaufen. Wir wollen nicht, dass die Quest viel schlägt. Das muss nicht sein. Na, anders. Wow. Diese Gäue. Warte mal. Schön. Die kommen aber von überall. Ja, ja. Wir kennen die Bude. Wir kennen die Bude. Ein Träumchen hier jedes Mal. Hallo, Wuffi. Abflug. Du genauso. Schön. Alles aus. Und schön in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Alter, wir haben mal wieder das volle Programm. Und dafür brauchen wir wenigstens mal Medizin. Danke, Herr. Hallo, Hannes. Oh, Ruhe jetzt. Wunderbar. Ich liebe dieses POI. So, die Dame noch. Ah, guck mal, aus dem Haus kommen auch schon alle raus. Der Mochi ist da. So, hier haben wir noch Hundi. So, die Mutti-Brigade rennt dann rum. Ah, hallo Hannes. Bleib liegen. So. Ich glaube, der größte Spaß ist vorbei. Leider, leider, leider. Gibt auch immer wieder gute EP hier, ne? Jawohl, wir noch. Schön. Und die Dame noch. So, ein paar Einsen haben wir noch, aber ich glaube, den größten Teil sollten wir durchgeradert haben. Schön. Geht ja jetzt in erster Linie darum, wir brauchen 54.000 Jetons, damit wir nicht nach Hause fahren müssen. Ist das schön. So, den nehmen wir mit. Na, Halbi. Hier war irgendwo der Wolfi, den wir erledigt haben. Der wurde gefressen, wa? Der Wolfi wurde gefressen. Das war hier irgendwo. Ja, gut. Kommt immerhin Eisen raus, ne? Oder? Ja. Den nehmen wir noch mit. Noch ein Säckchen. Okay, das schmeißen wir jetzt auch mal raus. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Wolfi ist echt weg. Schade. Okay. So, mal einen Moment. Wir wollen uns einmal kurz verarzten, ne? So viel Zeit muss auch sein. So, was haben wir denn überhaupt alles? Ein Schürfhündchen? Ja gut. Lohnt sich das? Nö.
Immer Verband finden, ja, aber wir nehmen auch mal Vitamine gegen die Rückenschmerzen. Und wir nehmen ein Honig gegen die Infizierung. Für die 12 Minuten lohnt sich das jetzt nicht, in Verbandskassen zu verschwenden. Muss ich uns Eli sorgen. So. Ist zwar nicht sehr groß, das POI, aber hier ist gute Action. Guck mal, auch nochmal ein bisschen Messing. Guck mal, der Herr ist auch da. Richtig schön. So, die hätten wir auch besäugt. Dann lass uns mal rennen. Ich glaube, hier war eh nichts Besonderes. Das dürfte auf jeden Fall gleich ein Level-Up geben. Ein bisschen Stoff. Dankeschön. Und hier nochmal. Schön. Hier ist wirklich nichts Tolles drin. Aber Manni, das gehört mir. Guck nicht so gierig. So, haben wir hier noch Esin. Dankeschön. Dann kommt mit. Tür fehlt. Sind ja auch ausgestimmt wie die Bekloppen. Das brauchen wir also recht nicht. Gibt es noch Kochbücher? Jo, schön. Müll. Essen. Naja. Das ist mir zu staubig im Mund. Das will ich nicht essen. Weg damit. Haben wir hier noch? Oh Mann, dieses Maismehl. Okay, dann nehmen wir gerne mit. Das nehmen wir jetzt super gerne mit. Das nehmen wir nochmal gerne mit. Und da haben wir unser Level-Up. Schön. Okay, dann hauen wir jetzt den zweiten Punkt in überflüssigen Schlösserknacken. 20% weniger wahrscheinlich. Bin ich mal gespannt beim nächsten Tresor. Ich glaube, wir haben fast alles. Wahrscheinlich sind oben nur noch welche. Hier gebrüht. Jo, nochmal ein bisschen Messing. Das war finster. So, ist noch ein bisschen Müll. Dankeschön. Einen Moment. So, hier noch was. Danke. Naja, hoch gehen wir auch gleich noch. Brauchen wir genauso wenig. Oh, gib mal Türe her, mein Freund. Wie Drohne gleich gierig reingleitet. Gehen wir auf jeden Fall noch ein Bücherregal. Brauchen wir nicht. Tor. Tor. So, wohnen wir. Hier wohnen wir. Hier waren wir noch nicht. Die kamen hier überall raus. Wir haben die alle schon mal... Wahrscheinlich echt nur noch oben. Okay. Ja gut, das ist wirklich sehr, sehr klein. Aber sehr, sehr spaßig. Gut, dann lass uns einmal hoch. Das ist halt auch eine sehr beengte Bude, ne? Fleischi, mein Junge. Bitte. Oh, hat es sich verkeilt? Jetzt so ein Pech, aber auch. Muss nicht so viel schlafen. Den machen wir zu Stoff. Der ist nun wirklich nichts wert. Hallo? Okay, da. Mochi! Hat der auch nicht viel geholfen. Hier ist ja gar nichts. Hier ist echt... Okay. Haben wir schon? Okay, bevor die Türe kaputt geht. Die retten wir auch mal. Na, Tom? Alles Dibi. Was ist der Einzige? Tom tot? Tatsächlich. Ich dachte, Tom lebt noch. So, machen wir zu, die Hüdi. Warte mal, da kommt Spaß. Und ein Erfrock noch. Das freut einen doch.
Schön. Sag noch eine Schlange, wie sich das anhört. Warum? Brennt man ein bisschen schneller oder komm her? Ah, immer weg hier. Den nehmen wir mit. Immerhin hat die Pflanze überlebt, ne? Nehmen wir sie hier schön. Das brauchen wir auch nicht. Hier ist echt nichts zu holen in der Bude. So, die Türe nehmen wir auch nochmal mit. Ist unser Messing eigentlich durch inzwischen? Ja. Guck mal, oh, fast 4000 Messing rausgekommen. Das brauchen wir nicht. Lass mal hoch da. Da geht's wieder hin. Oh, guck mal. Die Knalltüte auf Federn. My senses have picked up something. Guten Tag, der Herr. Okay. Schön. Dann haben wir so gut wie alle irgendwo. Wahrscheinlich ein Geier oder sowas. Fühlt hier noch? Oder hier eine Ecke? Ach, sehen wir ohne an. Da kommen bestimmt noch ein paar mehr Knalltüten. Ne? Droni. Ja, guck mal hier rüber, Jungs. Sonst macht ihr mir was kaputt. Balka schon wieder tot, oder wo ist der? Trotzselig. Halt noch nichts mehr aus. Alles klärchen. Dankeschön. Nochmal, vielen Dank. Ja, auch mitnehmen. Guck mal, unsere Schiffhündchen ist auch schon wieder fast weg. Oh, die kannst gleich futtern. Den gucken wir nochmal in die gute Craigie-Bookkiste. Danke, danke, danke. So. Hallöchen. Ja, ja, ja. Brauchen wir nicht. Dann auch nicht. Das nicht. Das können wir zu Blei machen. Der Rest kommt geschlossen mit. Schön. So, dann probieren wir mal unsere 20% weniger Wahrscheinlichkeit. Ob da irgendwie... Naja, das ist... Hey, sag doch, es hat sich nichts geändert. Das Geld ist genauso überflüssig wie damals. Aber es geht zumindest schneller. Schön. Die. Jetzt können wir mal einen benutzen. Jetzt haben wir einen gefunden. So, den nehmen wir mit. Der kann weg. Das haben wir ja eh schon. Und Geld kann man immer gebrauchen. Schön. Den freut ein das doch. Dann gehen wir erstmal zu unserem Freund. Wie kommen wir hier am besten runter? Warte mal. Wir gehen gleich zu unserem Freund. Incoming enemy. Prepare for conflict. Haben wir noch Platz für Gammelfleisch? Müssen wir eigentlich, ne? Haben wir eh eins der. Schön. So, wir gehen erstmal zu unserem Freund, wegen Quest abgeben, leer machen und so weiter und so fort. Und dann holen wir uns aber definitiv den Airdrop. Wenn wir Glück haben, liegt er hier im Raceland. Da gibt es meistens bessere Sachen. Wo wir hinkommen, ohne dass ich in irgendeiner Sackgasse lande. Das passiert öfters, als ihr glaubt. Puh, aber hier vorne muss er ja irgendwo sein. Da dürften wir auf jeden Fall noch nicht die 54.000 haben. Nein, nein, nein. Das auf jeden Fall nicht. Na, Rudi, du alte Platzbazille. Leider diesmal keine Zeit für dich. Haben einen straffen Zeitplan. Na. Für dich haben wir auch keine Zeit, Glotzi. Schön. Na. Ich sollte mir mal angewöhnen, mehr Reparaturkits mitzunehmen.
Auswählen kann ich hier gar nicht, fällt mir gerade mal ein. Okay, warte, man muss ja mal einen Drohne umladen. Das haben wir alles drüben bei dem anderen. Damit ich immer den Überblick nicht verliere. So, das reden. Zack, zack. Das kann erstmal rennen. Das sowieso. Das kann mit dem Verkauf, genau wie der im Verkauf kann. Ja, dann müssen wir gleich leider einmal, da unser anderer Freund ja nichts Brauchbares hatte, müssen wir ein bisschen umständlich, dann müssen wir da gleich noch einmal hin. Nützt ja alles nichts. Schön, schön, schön. Rinn. Hatte ich die in Droni gepackt oder ins Motorrad? Das, die ist im Motorrad. Okay, warte. Damit wir ein bisschen mehr Geld rauskriegen beim Verkaufen. Die da. Und den auch einmal reparieren. Di-di-di-di-di. Schön. Den zoll ich mal her, mein Freund. Automatischer Schrott auf 6. Haben wir auch. Ist gleich mit unserer, ne? 0-1 ist unsere besser. Okay. Okay, die bringt auf über 3000. Die nehmen wir auf jeden Fall. Die, der bringt auch 1800. Sehr schön. So, Knarre in die Hand. Den nimmst du erstmal den da. Du kannst den guten haben. Du kannst die haben. Und selbstverständlich den. Nee, nee, das Geld haben wir definitiv noch nicht zusammen. Was there something else? Immer mit der Ruhe, mein Freund. Dann holen wir uns jetzt den Frob des Ers und fahren den nochmal zu unserem anderen Freund hin wegen Ausländer. Alles ein bisschen umständlich im Moment. Geht ja nicht anders. Halt. Da wird man noch im selben sagt, Tarsien hat unser anderer Freund keine Quers. Das heißt, wir müssen hier nur eine annehmen. Befohlen. Hatten wir das nicht eben gerade? Nee. An irgendwas anderes, ne? Egal. Nehmen wir das. Wir fahren trotzdem zum erstmal zum Drop des Ers und holen unseren Freund einmal ab. So, wurde mal das Guide in die Richtung auf jeden Fall. So weit sind die ja meistens nicht weg. Weil ich kenne mich. Erstens vergesse ich den, wenn ich mich am Ende der Folge dann auslogge aus dem Spiel. Zweitens ist das denn umso ärgerlicher, weil im Wasteland sind die noch einigermaßen brauchbar. Sonst leider nicht so wirklich. Keine Zeug für dich, mein Freund. Mach mal rein hier. Naja, noch zeichnet uns nicht an, aber muss da vorne irgendwo sein. Hier waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Burgerbude, weil wir da gerade vorbeigefahren sind. Didi. Na, wo ist er denn? Tut mir leid, Manni. Kleiner Refusi, schneid dir die Zähne ab, du merkst das eh nicht mehr. Dann fahr ich doch nicht drüber. Oh, jetzt zeig ich einen an. Sehr schön. Tut Bedauer. Also manchmal habe ich das Gefühl, so wie das Motorrad rumschlittert, wir sind hier irgendwie im Glatteis oder so. Hallo Bär, keine Zeit. So, wir müssen hier auch einmal rum. Da oxidiert er vor sich hin. Ich sehe ihn. Mitten im Wesen diesmal, das ist schön. So, naja, ich sagte ja, manchmal ist er besser. Nicht immer, aber manchmal. Dann lass mal reingucken. Können wir alle gleich mitverkaufen. Wir müssen eh noch einmal zu unserem Freund. M60 Maschinengewehrpaket. Können wir auch gleich verkaufen. Wir haben besseres. Jo. So, und unser Freund, wir sind ja am Arsch der Welt, ist hier. Da müssen wir mich wirklich einmal hin. Dolang.
Jesaja, wir sind okay. Einmal quer durchs Wesland gebleiert. Ach, halb so wild. So, dann haben wir mal durch. Na, Platzi? Incoming enemies, prepare for conflict. Fabus hat immer ungehen durch die Pampa. Ist kurz alles Reparatur jetzt. Aber. Jo, danke. Wir haben leider keine andere Wahl im Moment. Den ganzen Kram, was wir nicht brauchen, das verkaufen wir gleich noch bei unserem Freund. Räumt uns denn aus, alles in die Kisten rein. Und dann sind wir auch wieder ready für die Quest, denke ich, hoffe ich. Kommen wir nochmal, es ist eine etwas größere Bude diesmal. Weil ich meine, dass man 10 Minuten durch eine Vierer-Quest rennt oder besser gesagt durch eine Fünfer befallen. Soll, glaube ich, nicht so sein, ne? Bleib mal auf der Strohsee. Führt doch sowieso dahin, oder? Nee. Tut sie nicht. Jo, den hier einmal durch die Pampa. Da vorne muss auch wieder sein. Man sieht ihn da am Horizont. Schön. So, mein Freund, wir sind wieder da. Hast uns vermisst? Ich dich nicht, du hast nur missquest. Wir müssen trotzdem hin. Also jetzt ist unsere Quest 1,3 Kilometer entfernt. Naja, 1,2. So, aber trotzdem einmal. Was haben wir uns denn? Ich glaube, wir kümmern uns erstmal um den Verkauf. Den ums Aufräumen. Dankeschön. So, knarr ins Nasenloch. Nenn es euch mal her, mein Freund. So, die kannst du haben, den kannst du auch haben, haben wir genüge. Gibt's nicht unbedingt, aber das. War jetzt nicht viel? Well, good luck with that. Jo, aber wir müssen ja noch aufräumen. Droni. Alter, ich hoffe, das bringen sie wieder in Ordnung, dass sie sich nicht immer hinter einstellt. Das ist sowas von heftig. Schön. Warte, lassen wir erstmal eingepackt den Banken zu Hause aus. So, rinnen die Kisten damit. Mach Schotten dicht. So, passen wir irgendwas und Biesle, jo. Und hier, auch noch Biesle, ja, Messing ist eigentlich ganz gut. So, Geld kommt ins Motorrad. Baggerin. Zweite Kiste ist auch fast voll. Schön. So, die geht wieder nach unten. Dort geht drin. Na, könnten wir schaffen. Über 40.000 sind wir schon. Könnten wir in der Tat schaffen. Wie gesagt, bis nach 124 haben wir Zeit. Also alles gar nicht so das Problemchen. Unsere Quest ist jetzt... Naja, wir könnten rein theoretisch die Straße hier durchfahren bis zum Ende. Dann müssen wir... Es ist aber auch eine Riesen-City hier, ne? Mein lieber Scholli. Okay, wir probieren es einfach mal. Das kann ja nicht schaden. Also laut Karte, Straße durch, bis wir in der City sind. Schlechtes Wetter kriegen wir auch schon wieder. Ja komm, einfach durch die Pampa. Mich würde es auch interessieren, was das für eine Bude ist. Der Name sagt mir welches auch nichts. Obwohl ich ihn schon gehört habe, aber ich komme jetzt nicht drauf, was es ist. Einmal rum hier bitte, sonst sind wir gleich in der Sackersee. Danke. Ich glaube, wir fahren gerade eine Sackgasse, wenn ich mich nicht täusche, oder? Das Hotel Zombona.
glaube, wir fahren gerade perfekt in die nächste Sackgasse. Warte mal. Innenstadt. Innenstadt. Und hier kommen wir aber durch. Lesbank. Oh, Lesklärchen. Die Gascha Pharmazeutical. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie das später ist, wenn die Story in 7 Days drin ist. Ich habe da so eine Vermutung, dass Higashi nicht so ganz unschuldig ist an der Seuche hier. So à la Umbrella heimlich Forschung gemacht haben mit irgendwelchen Medikamenten oder irgendwelchen Biowaffen, wer weiß. Und dadurch dann die Zombie-Plage ausgebrochen ist. Hier ist sie. Aber gut, das werden wir sehen. Die Bude hier, ne? Jo, die kennen wir. Aber im Westen hatten wir sie noch nicht. Dort ist sie, wo immer ein schöner Wolfi steht. Manchmal, nicht immer. Manchmal. Aber irgendwas hat uns gerade verfolgt. Einen Moment. Guck mal, wer da so klangheimlich in der Ecke rumliegt. Die Killerschlangen greifen an. Schön. Aber wir werden die Quest nicht jetzt machen. Weil mittlerweile sind wir bei 27 Minuten. Ich kann aktuell leider nicht wirklich überziehen, aber der kriegt noch einen auf den Deckel. Ne, der Herr, weil die mag ich nicht. Der Platzdinger. Da ist mir jeder Demo lieber als diese platzenden Viecher. Schön. Aber dann machen wir morgen ein gemütliches Quizchen. Ist ja auch ein bisschen größer, die Bude. Da brauchen wir ja nicht so... Können wir eigentlich gemütlich durch. Haben wir genug Zeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die, Mann, nimm das mal raus hier, du. Was ist, So. Dass wir die 54.000 defensiv zusammenkriegen und dann haben wir die nächste Solarzelle. Und dann können wir auch so langsamer nächste Schießwaffe anbauen. Oh, die Uschis werden sowas von leiden. Und ich genieße jede geplatzte Uschi. Ja. Gut. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüssi.